Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Märchenstunde. Das letzte Mal haben Nate und das Vieh ein klein bisschen Sightseeing betrieben auf der Insel, die über den Wolken schwebt. Da das aber wenig hilfreich ist, um in unserer kleinen Geschichte voranzukommen, hat mir eine kleine Fee etwas geflüstert, was eventuell ein bisschen hilfreich sein könnte, diese beiden Gefährten von der Insel zu bringen. Und genau das möchte ich jetzt einmal ausprobieren, in der Hoffnung, dass die Geschichte unserer beiden Freunde, Nate und Fee, weitergeht. Ich wünsche euch an dieser Stelle viel Vergnügen. Okay, dann wechseln wir doch mal zu Nate. Den wir natürlich auch zum Schiff hin bewegen. Ich muss gleich mal dazu sagen, normalerweise bin ich kein Freund vom Cheaten, Komplettlösungen lesen, aber ihr wollt ja schließlich auch wissen, wie es weitergeht, deswegen habe ich ein klein wenig Hilfestellung bekommen. Ich werde in Zukunft darauf achten, dieses nicht zu benötigen, denn wenn ihr feststellt, wie man darauf kommt und wie das Ganze funktioniert, wird man denken, ach klar, da hätte man sich auch mit der Hand direkt auf die Stirn klatschen können. Für mich persönlich ist es eine Lehre und ich werde künftig noch genauer die Umgebung inspizieren und eine Notiz für mich machen, worauf ich achten muss und wo ich nochmal nachschauen muss, wenn sich was im Szenario ändert. So, erstmal müssen wir den kleinen Vogel da weglocken. Aber nicht mit Nate, der kann da nicht mit um. Der ist ja nicht so der Tiertyp. So, Piratenpapagei, hier ein bisschen Futter. Bulilu. Bulilu. So, jetzt entführen wir den Vogel mal einen Schritt weg, und zwar bis in die Stadt. Sicher ist sicher. Wahrscheinlich würde es auch reichen, wenn er einfach nur daneben fliegt, aber wer weiß es denn. So, jetzt können wir nämlich ganz ungehindert die Decke nehmen und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was soll das eigentlich? Ganz einfach, wenn man jetzt auch noch nachguckt, gibt es zwar das Schloss und das ist genau das, was ich vorher nämlich nicht gesehen habe. Und zwar kann ich jetzt den Deckel mitnehmen. Also, wieder dran denken, wenn man etwas an dem Szenario geändert hat, nämlich den Deckel wegzunehmen, dann lieber nochmal gucken, was man machen kann. Jetzt gibt es ja ein Fass ohne Deckel. Ein leeres Fass. Kein schöner Anblick. Nee, und deswegen versuchen wir da gleich direkt die Decke wieder drauf zu legen. War? Das sieht vielversprechend aus. Und wieder hübsch. Und da kommt auch schon gleich der Vogel. Setz dich doch. Gute Nacht. Das arme Tier, Entschuldigung. Tiere sollte man so nicht behandeln, aber es war gerade so lustig. So, jetzt können wir uns das Schloss in Ruhe angucken. Die Pfanne und überhaupt. Wir wechseln nochmal aufs Vieh. Das Vieh ist ja immer ein bisschen skrupelloser, denn das kann ja auch den Drehspiegel benutzen. Beziehungsweise diesen wunderschönen Brennspiegel. Und er kann auch die Mary betreten. Warum auch immer. Egal. Was können wir denn jetzt überhaupt so? Also wir haben das magische Schloss, wir haben das Fass mit dem Vogel und wir haben eine Kiste, die wir untersuchen können. Ach was. Haha! Ein Fass! Ein Fes! Ein lustiger Hut! Jetzt frage ich mich, was da... kann man den präparieren? Das wäre witzig. Kann ich den Fes benutzen, um da... Och, schade, um da den Vogel drunter einzusperren. Ne, mit Nüssen kann ich ihn auch nicht benutzen. Kann ich den Nate geben? Aber was habe ich davon? Da gibt Nate den Fes. Ja, und dann? Aber wieso... Ja, aber ich kann mir auch selbst nicht aufsetzen. Was sagt denn Nate dazu?
Horsfurt Guillo. So einen wollte ich schon immer mal haben. Nicht wahr? Der Fez dürfte eine Lieferung für den Klamottenladen sein. Stylische Kopfbedeckungen sind bei Piraten äußerst beliebt. Okay. Warum auch nicht? Trotzdem möchte ich mal gucken, ob ich jetzt mit dem Brennspiegel irgendwas machen kann. Kann ich ihn fast... Der schräge Vogel scheint ganz friedlich zu sein. Vermutlich hat er seine Niederlage akzeptiert. Oder er ist eingeschlafen. Eins von beidem. Überhaupt nicht schadenfroh oder so, ne? Ja, großartig. Verbrennen die Queen Mary? Nein. Brennen das Schloss auf. Ach ja, das funktioniert ja nicht, aber... War klar. Genau. Ja. Ich weiß, es funktioniert nicht, aber wir können es jetzt ja. Genau, das... Genau, Poco Salada. Ich sollte wirklich mal ein Vokabelheft schreiben. Das ist eigentlich ganz großartig. Kann er da jetzt drauf? Was denn? Luxig. Schade. Gibt's hier noch mehr? Nee. Den Brennspiegel mit dem Fez benutzen, das ging ja auch nicht, ne? Gib viel hier, den Fez. Vielleicht weißt du damit etwas anzufangen. Oh, bestimmt. Look, du. Ach, schade. Hätte ja auch sein können. So, dann gehen wir doch mal in die Stadt zu dem roten Piraten und gucken, was wir mit dem Fez anfangen können. Ja, mit dem Piraten reden, rausgehen... Kann ich den Fez jetzt vielleicht hier mit dem Piraten? Nö. Aber ich kann mir ja wieder ein Brunsalamberry bestellen. Ha, 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 ha. Und dann tauscht man den Fez aus. So, erstmal weg damit. Na gut. Aha. Toll, jetzt steht immer noch. Jetzt steht immer noch das unausgetrunkene Getränk da. Das ist ja blöd. Herr Luradoch. Herr Luradoch. Bong, bong, bong. Ho! Biom! Und nu, ich weiß ja nicht, was das bringen soll. Vertausche Fez mit Fez. Ah, der ist ja größer! Jetzt müssen wir dich nur noch da rausbringen. Das ist mein Job. Richtig. Wie lange brauchst du? Oh! Zwischen... Was wolltest du sagen? Und das ist der Grund, warum man immer einen zuverlässigen Partner haben sollte. War eine Kleinigkeit. Oh, ich habe nicht mit dir gesprochen. Patz! Toll! Aber raus hier. Toll! Mach dich auf eine Show gefasst, Vieh. Oh ja! Ah, hallo! Oh, du bist ein Neuer. Tata! Was? Solltest du nicht eine große Show abziehen? Tata! Oh Mann. Ich dachte immer, Djinns seien gottähnliche Supermagier mit gesundem Ego. Ne? Oh ja, sie sind toll. Aber bist du nicht auch ein Djinn? Oh, nun ja, das stimmt natürlich. Ne? Also nicht, dass du nicht toll bist. Ich dachte nur, du wärst größer. Meine Brüder sind alle größer. Sie dienen den mächtigsten Herrschern überall im Universum. Mhm. Mich,
Naja, mich haben sie hierher geschickt zum Üben. Sie meinten, in dieser seltsamen Welt fällt es nicht so auf, wenn ich Mist baue. Okay. Mein Name ist Nate. Du kannst mich Meister Nate nennen. Wie ist dein Name? Benjamin Ben Nabil Tafik Ben Ikrem Kamil Ben Abbas Ibn Hatschi. Gesundheit. Ich nenne dich Benny. Ha! Als Djinn musst du mir 3 Wünsche erfüllen, oder? Natürlich, klar. Aber? Es wäre schön, wenn, nun ja, könnten wir uns vielleicht auf 3 kleine Wünsche einigen. Genau, was sind denn kleine Wünsche? Du meinst, wenn ich mein eigenes Königreich mit unermesslichen Reichtümern haben will, darf es nur ein kleines Königreich sein? Schön. Unermessliche Reichtümer? Ich könnte vielleicht eine Münze... Eine Münze? Ich will eine Elfenprinzessin beeindrucken. Meinst du, ich kann das mit einer Münze? Ich bin nun mal nicht so gut im Zaubern. Nicht so gut im... Ganz ruhig. Alles zu seiner Zeit. So. Fangen wir klein an. Öffne das da. Oh. Oh? Das ist nicht so ganz einfach. Weil? Nicht ganz einfach? Bitte nicht unter Druck setzen. Ich mag es nicht, wenn man mit mir schimpft. Konzentriere dich und öffne das Ding. Das ist mein Wunsch. Also gut. Doll! Ich hab's geschafft! Alarm, hast du Alarm, das gesehen? Diebe! Das Diebe. Schloss? Du solltest das Schloss öffnen! Das ist ein magisches Schloss! Das kann ich nicht! Was? Benny, sofort! Aber wenn ich was falsch mache? Benny, wie lange kennen wir uns schon? 2 Minuten? Etwa 1 Minute. Und in der Zeit hast du mich nur einmal enttäuscht. Hey! Ehrlich? Ja, ich glaube an dich. Lass alles raus, Benny. Du gegen das Schloss. Also gut. Ich kann das erklären. Oh oh. Die Lampe gehört mir. Oh, da können wir gerne drüber reden. Ja, genau. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Keine Bewegung. Ich wünschte, ich könnte der Aufforderung nachkommen. Wirklich. Nein, nein. Nein. Na doll. Und nu? Der Erzmagier behauptet, es gäbe kaum Aufstiegschancen für einfache Bürger. Wer reich ist, bleibt reich, und wer arm ist, bleibt arm. Das ist natürlich Blödsinn. Haben Sie das? Blödsinn. Ja, hab ich. Er plädiert für mehr Bildung, auch für die Armen. Was sagen Sie dazu? Zu kompliziert. Ich und meine Partei haben einen einfacheren Weg gefunden. Jedermann kann schon morgen zu den Gewinnern des Lebens gehören. Ich präsentiere... Die Lotterie! Doll! Die Gewinner dürfen dann von der Unterstadt in die Oberstadt ziehen? Der Gewinner! Einmal im Monat schenken wir einem Bürger aus der Unterstadt ein besseres Leben in unserer Mitte. Edel! Und Sie werden darüber berichten, Herr Fuchs. Das neue fabelhafte Leben der Gewinner und wie ich es ermöglicht habe. Mhm. Des Gewinners. Singular. Die erste Ziehung ist morgen. Ich erwarte, das groß in der Zeitung zu sehen. Sehr wohl, Madame. Okay. Wo sind wir hier gelandet und was können wir hier und wieso? Oh, viel Zeug.
Wir können mit dem Händler reden, den Kran anschauen. Ach, das ist die Schule von außen. Ah, okay. Und das ist der Magierturm. Ah, okay. Jetzt kommen so langsam die Erinnerungen wieder. Ah, und die Lostrommel. Was habe ich eigentlich im Inventar? Ah, den Papierhut, den Schreibblock. Oh, mein Zauberstab. Sehr gut. Und die magische Schiefertafel. Großartig. Na, das hilft doch. Na, gucken wir mal. Das hier oben war schon immer der Hauptumschlagplatz für Waren, die per Luftschiff angeliefert werden. Jorge ist einer der größten Händler der Stadt und seit der Krieg vorbei ist, werden jeden Tag mehr Waren angelandet. Grundnahrungsmittel und dergleichen werden in den Dörfern um die Stadt herum angebaut. Die Bauern bringen sie täglich auf den Markt. Aber sie kommen mit der Produktion kaum nach. Viele Felder sind verwildert und es fehlt an erfahrenen Bauern, gutem Saatgut und Tieren. Diese Waren hier kommen von weiter weg. Es sind meistens Dinge, die im Umland nicht hergestellt werden können. Jorge benutzt den Kran, um den Zoll am Tor zur Unterstadt zu umgehen. Sehr gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist. Aber es funktioniert. Jorge benutzt den... Okay. Der Größe und dem verwendeten Holz nach zu urteilen, befindet sich eine wertvolle Flüssigkeit in dem Fass. Branntwein, glaube ich. Lecker! In den ersten Wochen nach dem Krieg gab es nicht viel. Doch mittlerweile kann man sich praktisch alles kaufen, was man will. Sofern man genug Gold besitzt. Ach, verdammt. Der Größe und... Ja. Gut, was hat denn Jorge zu sagen? Hallo, Jorge. Wilbur. Was macht das Geschäft? Könnte besser sein. Ich dachte, jetzt, wo der Krieg vorbei ist, brummt der Laden wieder. Tut er ja auch. Aber es könnte besser sein. Ja, natürlich, wie immer. Wie es aussieht, ist dein Kran fertig. Und ob. Endlich kann ich Waren direkt zu meinem Stand hinablassen. Das spart den Zoll und das Bestechungsgeld für die Stadtwache unten am Tor. Ist das denn legal? Keine Bestechungsgelder bezahlen? Weiß nicht. Aber in der heutigen Zeit muss man sehen, wo man als ehrlicher Händler bleibt. Warst du heute unten in der Stadt? Wie ist die Lage? Die Spinner übernehmen das Kommando. Du meinst die Protestler? Mehr Gold für alle fordern sie. Sollen lieber arbeiten, dann haben sie Gold. Ist so. Aber geht es nicht genau darum? Sie wollen arbeiten, aber es gibt keine Arbeit. Es gibt genug Arbeit. Ich habe ein paar von denen Arbeit angeboten. Ja, aber sie wollen bezahlt werden. Siehst du? Also geht's doch ums Gold. Man reicht den Faulenzern den kleinen Finger und sie wollen gleich die ganze Hand. Und wer soll's bezahlen? Die ehrlichen Händler. Ja, die ehrlichen Händler. Dann stehst du wohl auf Seiten der Ratsvorsitzenden, oder? Ich schätze mal, du stehst bei der Wahl auf Seiten der Ratsvorsitzenden. Worauf du wetten kannst. Alle Händler tun das. Immerhin ist sie eine von uns. Wenn auch nur eingeheiratet. Ihr Mann, der alte Van Buren, war der reichste Händler hier in der Gegend. War? Ist seit 2 Jahren tot, war der letzte Van Buren. Schon sein Vater und dessen Brüder waren Vollblutkaufleute. Haben aus dem großen und mächtigen Handelskonzern ihrer Eltern einen noch größeren und noch mächtigeren Handelskonzern gemacht. Die Van Burens wussten, wie es geht. Und die Witwe weiß es auch. Sie kennt die Nöte der Händler und wird sicherlich die Steuern senken. Zahlst du denn überhaupt Steuern? Natürlich nicht. Das nicht. Aber zu hoch sind sie trotzdem. Ach. Ich muss weiter, Jorge. Bis dann. Bis dann. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Es war eine ziemliche Überraschung, als eines Morgens plötzlich dieser zweite Turm dort stand. Ja, das glaube ich. Die Älteren erinnerten sich, dass er auch früher immer da gestanden hatte und dann eines Tages von heute auf morgen verschwunden war. Man hatte sich damals zunächst nicht viel dabei gedacht, da der Turm auch schon früher die Zaubererschule beherbergte. Als er dann aber nicht wiederkam, wuchs die Sorge und man nahm schließlich an, ihm sei etwas zugestoßen.
Ich frage mich, wie der Turm unbemerkt an seinen Platz zurückgekommen ist. Wenn ein Turm erst über die Stadtmauern klettert und dann über die Dächer hoch auf den Stadtberg, hätte das doch jemandem auffallen müssen. Wer sagt denn, dass das Ding klettert? Der Erzmagier lebt nicht mehr ganz alleine im Turm. Er hat einige Famuli, die die Kunst der Magie lernen wollen. Aber es ist schwierig, Erwachsenen Magie beizubringen. Sie wissen, wie sich die Dinge verhalten sollten und was möglich ist und was nicht. Wie sollen sie dann zaubern? Gutes Argument. Die nächste Generation von echten Magiern wird bei uns in der Schule ausgebildet. In 10 Jahren wird es von ihnen im Magierturm nur so wimmeln. Seit Jahrhunderten ist der Erzmagier gleichzeitig der Anführer der freien Völker. Aber Erzmagier Alistair hatte diese verrückte Idee, die Bürger sollten sich selber ihre Anführer wählen. Es verrückt. Es gut, wenn immer nur die Magier einen neuen Anführer bestimmen, meinte er. Deswegen haben wir in 3 Tagen die Wahl. Und wenn es schlecht läuft, ist Sybil von Buren dann die neue Anführerin der Allianz. In der Tat, verrückt. Leute, die ihren Anführer selbst wählen. Absolut crazy. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Lotterie eine gute Idee ist. Klar, für den Gewinner ist es eine feine Sache, aber wäre es nicht Zufall, wenn der Richtige gewinnen würde? Vermutlich werden die Namen aller Bewohner der Unterstadt auf Zettel geschrieben und einer von ihnen gezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ratsvorsitzende persönlich den Sieger zieht. Sie will den Leuten zeigen, dass sie ihnen ein besseres Leben bescheren kann. Natürlich. Bessere Presse und so. Ach, ich kann in die Schule zurückgehen? Aha, spannend. Ich weiß zwar nicht wieso, aber gehen wir erstmal hinunter. Da gibt's bestimmt viel zu gucken. Oh, der ist aber auch wach. Alter Schwede. Oh, noch mehr Kram. Da geht's wieder hoch. Bäckerei. Oh, ein Abflussgitter. Ein vergittertes Fenster, ein Schild, Plakate, die Stadtwache, eine Statue und das Tor. Alle teuren Geschäfte in Seefels befinden sich hier in der Oberstadt. Diese Bäckerei macht die feinsten Torten, die leckersten Kuchen und die verführerischsten Pralinen. Zum Glück habe ich nicht genug Geld, um mir jeden Tag eine Leckerei zu kaufen. Ich würde bald nicht mehr in meine Lehrerrobe passen. Ist das nicht Folter? Die Bäckerei hat schon geschlossen. Aber im Schaufenster zeigt sie, was man alles genießen könnte, wenn sie geöffnet wäre. Nicht wahr? Ist das nicht Der Abfluss dürfte direkt in die Kanalisation von Seefels führen. Ich würde gerne behaupten, die Kanalisation in dieser Stadt sei ein clever ausgetüfteltes Wunderwerk der Ingenieurskunst. Nein. Doch in Wahrheit stinkt es hier im Hochsommer atemberaubend. Lecker! Fast jedes Haus in der Oberstadt hat einen Abfluss, der in die Kanalisation führt. In der Unterstadt sieht das anders aus. Viele Bewohner kippen ihr Abwasser einfach auf die Straße und vertrauen darauf, dass es schon irgendwie unten ankommt. Ist auch eine Art Glaube. Der Kanal ist mit einem Gitterrost versperrt. Und selbst wenn ich es entfernen würde, wäre ich zu groß für den Kanal darunter. Fast jedes Haus in der Oh, gruselig, das Gefängnis. Ich beeile mich immer schnell an diesem Fenster vorbeizukommen. Und deswegen gucken wir nochmal rein. Hallo? Ist da jemand? Worauf du einen lassen kannst. Ach. Ja. Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Und wer bist du? Wilbur Wetterquarz. Guter Deckname. Nenn mich Mr. X. Meine Freunde nennen mich X. X? Seltsamer Name. Warum bist du eingesperrt? Man will mich aus dem Weg haben. Ich weiß zu viel. Aber nur weil man schlau ist, wird man doch nicht eingesperrt. Wenn man die falschen Dinge weiß, schon. Wir werden beobachtet. Von wem? Sie beobachten uns. Wer sind Sie? Die uns beobachten. Ach. Einige nennen mich paranoid, aber
Aber nur weil ich paranoid bin, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Was? Wie lange sitzt du schon im Gefängnis? Ein paar Tage. Aber ich vermute, dass man mich nie wieder gehen lässt. Ich bin ein politischer Gefangener. Hm. Man will mich mundtot machen. Sag es ein. Mhm. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Hier? In Seefeld? Ja, vielleicht. Meinst du wirklich, dass man dich lange da drin lässt? Vor der Wahl wird man mich zumindest nicht laufen lassen. Die Ratsvorsitzende will Stärke demonstrieren. Und was nach der Wahl passiert, steht in den Sternen. So oder so, ich warte nicht darauf, dass irgendein Gericht über mich urteilt. Ich werde ausbrechen, sobald ich Gelegenheit dazu habe. Guter Plan. Tja, dann, ich muss weiter. Pass auf dich auf, Alter. Tja, weg ist er. Sprich mit X. Schön geschrieben. Die aktuelle Ausgabe des Seefelds Ausguck, der örtlichen Zeitung. Hm. Ratsvorsitzende van Buren, wir stehen für Chancengleichheit. Morgen präsentieren wir unsere Lösung der Armutsproblematik. Eine Lotterie? Einfache und effiziente Lösungen gibt es nur mit uns. Aha. So. Außer der Zeitung kleben hier noch einige Wahlkampfplakate. Der Tod ist letzte Woche in den Wahlkampf eingestiegen. Was? Seine Slogans lauten Tod für alle und der Tod ist die Lösung. Und was ist das hier? Hey! Erzmagier Alistair ist ein Verräter. Er benutzt das Artefakt des Schicksals für eigene Zwecke, anstatt damit allen zu helfen. What? Und hier? Freunde des Erzmagiers behaupten, er hätte nie im Krieg gedient. Außerdem ist er nicht in Seefels geboren. Das stimmt doch alles gar nicht. Na sowas. Der Ausguck berichtet nicht fair. Und irgendjemand hat diese Lügengeschichten über den Erzmagier an die Wand geklebt. Kein Wunder, dass sein Vorsprung in den Umfragen schmilzt. Der Ausguck berichtet nicht. Kein Wunder. Ist ja krass. Stimmt, das Schild habe ich vergessen. Ah, den Schild. Ah. Das ist das Wappen der stolzen Stadt Seefeld, Hauptstadt der Allianz und größte Stadt Aventasiens. Seit all die Flüchtlinge ihr Lager vor den Toren aufgeschlagen haben, ist die Stadt größer als jemals zuvor. Seefeld wurde im Krieg nie eingenommen. Die Stadt hat dicke Mauern und erhebt sich über 200 Meter in die Höhe. Wow. Wie ein Turm. Deswegen nannte man den großen Krieg auch den Krieg der zwei Türme. Seefeld gegen den dunklen Turm der Erzhexe Mordroga. Wieso kommt mir das unheimlich bekannt vor? Die Statue zeigt irgendeinen berühmten Ritter. Er hat bereits beide Beine und sein Schwert im Kampf verloren. Aber sein Kampfeswille ist ungebrochen. Super! Es ist nur ein Kratzer, wurde über der Statue in den Stein gemeißelt. Die Statue zeigt irgendeinen berühmten Ritter. Er hat bereits beide Beine und sein Schwert im Kampf verloren. Aber sein Kampfeswille ist ungebrochen. Ha! Schön! Es erinnert mich so unheimlich herrlich an den schwarzen Ritter aus Monty Python. Herrlich. Das Tor zur Unterstadt ist verschlossen. Das ist neu. Normalerweise kann man bis spät in die Nacht hinuntergehen. Man, wollen wir mal gucken, was die Wache dazu zu sagen hat. Hallo, Herr Schildträger. Wenn das nicht der kleine Wetterwurz ist. Wetterquarz für Sie, Herr Schildträger. Professor Wetterquarz sogar. Oh, Eure Lordschaft. Verzeiht, dass ich nicht niederknie. Wie ich sehe, sind Sie immer noch der Hauptmann der Stadtwache. Hauptmann und Ihr einziges Mitglied. Hey! Warum gibt es nicht mehr Wachen? Sie können alleine doch unmöglich für Ordnung sorgen. Die Ratsvorsitzende sieht das anders. Sie wollte unbedingt mich für diesen Posten. Nichts ist wichtiger als Loyalität, hat sie gesagt. So. Was hat es mit der Statue da auf sich? Das ist der schwarze Ritter.
Er dient als Inspiration für junge Soldaten der Stadtwache. Doll. Er soll sie motivieren, tapfer bis zum letzten Tropfen Blut zu kämpfen. Wer war er? Das weiß niemand. Als man ihn fand, war er schrecklich zugerichtet. Aber er hatte immer noch die Kampfeslust in den Augen. Dort drüben hängen Plakate, die Unwahrheiten über den Erzmagier verbreiten. Und? Ne? Es sind Lügen. Jeder kann sie lesen und ein paar glauben sie vielleicht sogar. Was will man machen? Was? Sie könnten sie entfernen. Ich würde es selber machen, aber ich habe kein Wasser und keinen Spachtel und es ist ihre Aufgabe. Also schön. Morgen. Jetzt habe ich zu tun. What? Was haben Sie zu tun? Ich bewache die Stadt. Ich bin die Stadtwache. Seems legit. Wie sieht es in der Unterstadt aus? So ähnlich wie hier. Nur dreckiger und alles ist kleiner. Was ist mit den Flüchtlingen, meine ich? Keine Ahnung. War vor ein paar Wochen das letzte Mal unten. Von hier oben sieht es aus, als würde die Zeltstadt kaum noch wachsen. Entweder kommen weniger neue Flüchtlinge an, oder der Platz ist einfach voll. Gehört die Unterstadt nicht auch zu Ihrem Zuständigkeitsbereich? Man kann ja wohl kaum von mir erwarten, dass ich da runtergehe. Da unten wimmelt es von Verbrechern. Aber außerdem haben die Chaoten Barrikaden errichtet. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht ins Zelt lagern. Warum ist das Tor geschlossen? Ich möchte in die Unterstadt. Ausgangssperre. What? Nach Einbruch der Dunkelheit dürfen Bewohner der Oberstadt nur noch mit spezieller Erlaubnis die Unterstadt betreten. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Ratsvorsitzende Van Buren. Sie ist besorgt um das Wohlergehen der Oberstadtbewohner. Und so eine Erlaubnis bekomme ich wo? Heute nirgendwo mehr. Toll! Morgen kannst du ins Rathaus gehen und da einen Antrag stellen. Aber ich bin heute Abend mit Remy im Gasthaus verabredet. Pech. Toll! Der Kran von Jorge, dem Händler, ist endlich fertig, wie es scheint. Schon seit 2 Tagen. Hat gestern und heute massig Sachen rauf und runter befördert. Und Sie haben die Waren kontrolliert? Warum sollte ich? Wird nicht für Alkohol, Pfeifenkraut und noch ein paar andere Dinge zollfällig, wenn man sie von der Oberstadt in die Unterstadt schafft? In dieser Stadt passieren echte Verbrechen. Um die kann ich mich auch schon nicht kümmern. Jorge hat etwas von Schmiergeld für die Stadtwache gesagt. Wissen Sie etwas darüber? Das ist eine unerhörte Unterstellung. Die Stadtwache lässt sich nicht bestechen. Nicht. Das ist gut. Andernfalls hätten Sie jetzt wohl auf eine Menge Gold verzichten müssen. Hey. Ich meine, wenn keine Waren mehr durch dieses Tor da gehen, muss auch niemand mehr bestochen werden, oder? Das ist richtig. Jorge prellt also den Staat um seine wohlverdienten Steuern, weil er Waren in die Unterstadt schmuggelt, hast du gesagt? Ja. Wollen Sie ihm den Kranbetrieb verbieten? Nein, Jorge und seine Händlerkollegen haben viel Einfluss. Außerdem, von einem Verbot hat doch niemand etwas, oder? Nein, ich habe eine andere Idee. Nur wie stelle ich das an? Tja. Was wollen Sie gegen den Schmuggel unternehmen? Jemand müsste eines von Jorges Alkoholfässern markieren und es dann von der Unterstadt aus bestellen. Sollte das markierte Fass dort noch heute Nacht auftauchen, ohne dass Steuern dafür gezahlt wurden, haben wir den Beweis. Sie können ja richtig clever sein, Herr Schildträger. Nicht wahr? Das Problem ist nur, ich kann hier nicht weg. Ich muss die Stadt bewachen, du verstehst schon. Aber du kannst deine Bürgerpflicht erfüllen und der Stadtwache behilflich sein. Sehr gut. Bürgerpflicht? Ich soll ihren Job machen. Natürlich nicht umsonst. Was willst du für deine Hilfe? Ich hätte gerne freien Zugang zur Unterstadt. Einen Augenblick dachte ich, du würdest ein Pony oder etwas ähnlich Sinnloses haben wollen. Wie kommen Sie denn darauf? Du sagst manchmal komische Dinge. Ist dir das noch nie aufgefallen? Nö. Ja, aber ein Pony? Gib's zu. Du hast kurz drüber nachgedacht. Naja. Vielleicht. Aber ich hätte trotzdem lieber freien Zugang zur Unterstadt. Ausgezeichnet. Du hilfst mir, Jorge zu überführen und erhältst dafür den Schlüssel zum Tor.
Abgemacht. Sehr gut. Ja, Mensch, dann haben wir ja heute ein bisschen was geschafft. Nate und das Vieh sind abgestürzt. Schon wieder. Und Wilbur hat eine wunderschöne Aufgabe, um dann doch endlich in die Unterstadt zu kommen. Und ich würde sagen, für heute schließen wir unser kleines Märchenbuch. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen rauf oder auch ein Abo. Wenn ihr Spaß gehabt habt, dann schaltet doch auch das nächste Mal wieder ein. Das war The Book of Unwritten Tales 2. Ich bin Lycris und verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Chosen.